Ich begrüße jetzt sehr herzlich Pastorin Ulrike Bentsch. Ulrike Bentsch ist seit 2003 Pastorin in der evangelischen reformierten Kirchengemeinde Bremen-Aumund. Und die arbeitet zusammen mit der Christophorus-Gemeinde in Vegesack, der Vereinigten Evangelisch-Protestantischen Kirchengemeinde Vegesack und Alt-Aumund in einem Verbund, im Evangelischen Gemeindeverbund Aumund-Vegesack. Seit 2006 ist das der Fall. Wir hören gleich mehr dazu, wie es dazu gekommen ist, was die Hintergründe dazu sind. Vielleicht noch ein Wort zu den Gemeinden. Das ist eine für uns interessante Ausgangslage. Reformierte Gemeinde, Frau Bentsch. Dann gibt es zwei lutherische Gemeinden, die Christophorus-Gemeinde und Alt-Aumund. Und dann eine Gemeinde, die sich selbst evangelisch-protestantisch nennt. Also vielleicht könnte man sagen, unierte Gemeinde. Also zumindest drei verschiedene Richtungen unter einem großen Schirm seit 2006 vereinigt. Frau Bentsch, nehmen Sie uns doch mal mit in das Jahr 2006 und die Jahre davor und berichten uns ein bisschen darüber, wie für Ihre Gemeinde und die anderen drei Gemeinden die Ausgangslage war. Ja, sehr gerne. Ja, das ging ja los. Also ich bin seit 2003 Pastorin hier in der reformierten Gemeinde Aumund. Und eigentlich war schon, als ich kam, schon im Bewerbungsgespräch klar, dass eine engere Zusammenarbeit, vor allem auch mit der lutherischen Nachbargemeinde Christophorus, die ist hier nur zweimal um die Ecke, keine 500 Meter entfernt, geplant ist. Und die Frage war gleich, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, klar. Und es gab auch schon, bevor ich kam, da eine Zusammenarbeit. Die beiden Gemeinden haben sich nicht das Gemeindebüro, sondern die Gemeindesekretärin geteilt. Die hat an beiden Standorten gearbeitet. Und auch der Jugenddiakon war damals schon für beide Gemeinden zuständig. Aber noch mit so einer klaren Trennung, wann er was macht und wann er wo ist im Gemeindebüro genauso. Ja, und so ging es los. Und dann war ja damals schon in der ersten Hälfte der 2000er Jahre klar, die Ressourcen werden weniger, wir müssen enger zusammenrücken, wir müssen gucken, wie das gut geht. Meine reformierte Gemeinde war eigentlich immer eine kleine Gemeinde. Als ich kam, waren wir ungefähr ein bisschen mehr als 1500 Gemeindeglieder. Jetzt sind wir bei 1300. Also wir sind nicht so stark geschrumpft wie andere, aber wir schrumpfen natürlich auch. Und dann ging das ziemlich schnell los, dass wir gesagt haben, wir wollen enger zusammenarbeiten, zunächst mit Christophorus. Und da haben sich schon die Fegesacker gemeldet und gesagt, wir wollen auch dabei sein. Die Fegesacker Gemeinde hat ungefähr, na, damals 1800 Gemeindeglieder, auch nicht so riesig. Und die Christophorus-Gemeinde war die größte. Damals waren es, glaube ich, noch über 4000 Gemeindeglieder. Jetzt sind die bei 3500. Ja, und so ging das los und wir sind dann ganz schnell zueinander gekommen, haben einen Lenkungsausschuss gegründet. Das heißt, aus jeder Gemeinde, aus jedem Kirchenvorstand, Kirchenrat waren drei Vertreter, Vertreterinnen dabei und haben sich zusammengesetzt und die Lage sondiert. Wir haben uns dann auch Hilfe geholt von der Gemeindeberatungsstelle. Das war sehr, sehr hilfreich, hatten einen sehr guten Berater an unserer Seite, der uns die ganzen Sitzungen über begleitet hat. Und wir haben die verschiedenen Bereiche sondiert. Wie soll das sein mit der Kinder- und Jugendarbeit? Wie geht das mit dem Büro? Was können wir sonst noch zusammen machen? Wie ist das mit Küster- oder Hausmeisterstunden? Und so weiter und so fort. Wir haben versucht, damals auch viele einzubinden. Das heißt, es gab auch zu den verschiedenen Arbeitsfeldern Beiräte, die mitberaten haben. Die Hauptarbeit aber, könnte man sagen, ist im Lenkungsausschuss gewesen. War von vornherein klar, dass es auf einen Verbund hinauslaufen soll oder wird? Oder war das Ergebnis offen und Sie haben sich dann im Laufe des Prozesses für die Form des Verbundes entschieden? Ich würde mal sagen, uns war eigentlich damals relativ schnell klar, dass wir einen Verbund wollen. Also wir wollten mehr als eine Kooperation und aber auch zu dem damaligen Zeitpunkt weniger als eine Fusion. Das heißt, damals war uns sehr wichtig, dass wir eigenständig bleiben. Wir finden ja auch, wir hatten unterschiedliche Profile, gewachsene Strukturen, haben aber zugleich gesagt, das oberste Ziel des Gemeindeverbundes Aumund-Fegesack ist es, eine gute evangelische Arbeit für die Menschen unserer Gemeinden, für die Menschen im Stadtteil, in den Stadtteilen Aumund-Fegesack zu machen. Und das Ziel haben wir gemeinsam und so sind wir unterwegs gewesen. Und das hat zur Folge gehabt, und das fand ich von Anfang an gut, dass es ganz schnell nicht darum ging, was ist meins und was ist deins, sondern was ist unsers. Das heißt, wir haben als allererstes, und das halte ich immer noch für den klügsten Schritt, den wir gemacht haben, oder einer der klügsten Schritte, unsere gesammelten Personalpunkte in einen Topf geworfen und gesagt,
Das sind unsere. Natürlich war klar, die Pastorenstellen waren fest zugeordnet, aber alles andere hatte dann eigentlich keine feste Zuordnung mehr. Sondern wir haben gesagt, die Kinder- und Jugendarbeit machen wir gemeinsam. Die ist für alle Gemeinden, egal wer wie viele Punkte da reingeben kann. Büro war auch klar, das ist dann ganz schnell ein Gemeindeservicebüro mit einem Standort geworden und eben natürlich viel besseren Öffnungszeiten als vorher. Kirchenmusik, da hatten wir mehrere kleinere Stellen, das war auch klar, aber da war auch klar, der hauptamtliche Kirchenmusiker ist eben auch dann ein Musiker im Gemeindeverbund und so weiter. Und das hat uns sehr gut getan, weil wir nie darüber diskutiert haben, so, du gibst nur einen Punkt, deswegen braucht er nicht so oft bei dir in der Gemeinde sein und du gibst drei, sondern das fiel von Anfang an weg. Wir sind dann auch schnell dazu gekommen, unsere Gottesdienste enger zu verzahnen. Das ist uns schwer gefallen, kann man sich vorstellen. War auch nicht gleich. Aber seit 2008 machen wir hier im Bereich Aum und Reformiert und Christophorus Gottesdienste im Wechsel. Ja, und das geht gut. Die Lutheraner kommen zu den Reformierten und die Reformierten zu den Lutheranern. Und natürlich gibt es immer noch Leute, die gehen nur in ihre Kirche. Es gibt es auch heute nach 15 Jahren noch oder nach 12, 13 Jahren sind es ja jetzt. Aber im Wesentlichen hat sich das gut zusammengefügt. Das ist natürlich jetzt für uns hier in Blumenthal auch sehr interessant. Das, was Sie eben schon angedeutet haben, wie ist das mit den Reformierten und den Lutheranern, vielleicht auch noch den Unierten? Was gibt es da für Übereinstimmung, aber auch eben für, ich will nicht sagen Grenzen, aber vielleicht für so Linien, vielleicht könnte man das so nennen. Wo macht sich das bemerkbar? Gab es da auch Schwierigkeiten im Prozess auf dem Weg dahin, wo Sie jetzt heute sind? Das würde uns natürlich interessieren, wenn Sie uns davon was erzählen können. Also wir pflegen immer, oder ich pflege zumindest immer zu sagen, es gibt auf jeden Fall mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und die Unterschiede und das Profil, was aber gewachsen ist, das ist ja eigentlich ein Gewinn für uns alle und eine Bereicherung. Also es war natürlich völlig klar, auf allen Seiten, wir wollen unsere Gottesdiensttraditionen behalten. Und da spielt natürlich nicht nur die reformierte bzw. lutherische Gottesdienstform, wie sie in den jeweiligen Gemeinden gewachsen ist, aber auch der Ort als besonders geprägt haben da eine Rolle gespielt. Und dann, deswegen haben wir auch, glaube ich, von Anfang an gesagt, wir wollen eher ein Verbund sein, so das, was so ein bisschen den Gemeinden zu eigen ist. Also bei den Reformierten war das so, dass der Gemeindeaufbau, das Basisdemokratische, das möglichst mitsprechen von vielen und auch reformierte Traditionen zu pflegen, das war so aus unserer Sicht wichtig. Und das haben wir uns auch ehrlich gesagt nie ausreden lassen. Gerade mein unierter Kollege, das würde der auch sagen, wenn er hier säße oder wenn er es hören würde, der hat immer gesagt, völlig überflüssig. Was wollt ihr damit reformiert und lutherisch? Und dann habe ich immer gesagt, naja, das sind gewachsene Traditionen, da müssen wir uns gar nicht für rechtfertigen und das ist doch schön. Das heißt ja nicht, dass wir nicht alles Mögliche, um nicht zu sagen, fast alles wunderbar zusammen machen können, aber zu sagen, wir pflegen in diesem Bereich eher diese Tradition und ihr diese, ist doch wunderbar. War das im Prozess, Sie waren ja auch mit dabei bei dem Weg dorthin zum Verbund, war das ein größeres Thema, was Sie bearbeiten mussten? So, was bleibt von den Profilen? Gab es da Ängste, dass vielleicht was verloren gehen könnte, die sich dann ja auch möglicherweise gar nicht bestätigt haben? Aber solche Sachen spielen ja im Vorwege oft eine Rolle. Also ich kann auf jeden Fall von meiner Gemeinde sagen, ja, da gab es, glaube ich, am Anfang eine ganze Menge Ängste. Wir sind die kleinste Gemeinde. Ich war damals auch ganz jung und neue Pastorin, während in den anderen Gemeinden gestandene Herren am Ruder waren. Und da war schon die große Sorge, dass das irgendwie alles untergeht. Das ist aber nicht passiert. Und ich glaube, wenn ich so heute zurückgucke und mich frage, was hat uns eigentlich geholfen, dann waren mir immer zwei Dinge wichtig, die wir auch gemeinsam versucht haben, von Anfang an in unseren Sitzungen, Besprechungen und alles, was wir dann so hatten, zu pflegen. Das erste ist Vertrauen. Also wir haben uns von Anfang an bemüht, dass das Vertrauen wächst und das musste auch erst wachsen. Also dass keiner den anderen da irgendwie übervorteilen will. Wir wussten, dass wir alle guten Willens sind, aber trotzdem gibt es ja immer diese Sorge. Wir hatten in unseren Lenkungsausschusssitzungen am Anfang immer einen Tagesordnungspunkt, der war gesetzt, Sorgen, Befürchtungen, Ängste. Und da konnte alles ausgesprochen werden, was vielleicht an Gerüchten oder Fragen oder dergleichen in der einen oder anderen Gemeinde da war. Und das haben wir am Anfang oft genutzt. Irgendwann war der quasi nicht mehr nötig. Aber wir wissen auch heute noch, wenn er mal wieder nötig ist, können wir ihn wieder aufrufen.
Das Zweite, was ich immer wichtig fand, dass wir bei all dem, was ja auch durchaus schwierig und ernsthaft ist, uns miteinander den Humor bewahren. Und auch das ist, finde ich, ganz gut gelungen. Also auch immer mal wieder zu sagen, ja, das ist ja auch alles, das ist auch alles wichtig und richtig, aber dabei humorvoll zu bleiben und sich manchmal auch selber nicht zu ernst zu nehmen, das hat uns auch, glaube ich, oft sehr geholfen. Dann weiterzugehen und auch in verfahrenen Situationen, die dann mal wieder ein bisschen zu lockern. Ja. Das, okay. Was und würden was Sie vielleicht dann, noch ja? zu wissen, wir sind ja losgegangen zu dritt. Also wir waren 2006 drei Gemeinden und die Gemeinde Alt-Aumund, die war bis zum Jahr 2010 gar nicht bei uns. Die ist erst später zu uns gekommen. Aber die haben wir wunderbar integriert. Waren das nochmal neue Verhandlungen oder war das mehr so, naja gut, jetzt kommt noch ein Vierter dazu, der tritt dann quasi einfach bei in alles, was schon besteht, ich stelle mir vor, dass es irgendwelche Verträge gibt oder zumindest irgendwelche Papiere dazu, oder hat man wieder das Fass neu aufgemacht und geguckt, müssen wir nochmal ein paar Stellschrauben nachdrehen, jetzt wo wir sowieso reden müssen? Wir haben natürlich nochmal ein bisschen neu geredet, aber es war klar, und so haben wir das der Gemeinde Alt-Aumund gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr zu euch kommt, aber wir wollen nicht nochmal ganz von vorne anfangen. Das heißt, die haben unsere Verträge gekriegt und haben sagen können, ja, so können wir uns das vorstellen. Und es gab, glaube ich, so ein paar ganz, ganz kleine Dinge, wo wir so ein bisschen was angepasst haben, aber im Wesentlichen ist es so geblieben und die Alt-Aumunder haben sich da wunderbar eingefügt. Jetzt hatten Sie ja gesagt, Sie haben sich ganz bewusst relativ früh für einen Verbund entschieden oder es war sehr früh klar, dass es auf einen Verbund hinauslaufen würde und also dass der mittlere Weg mehr als eine Kooperation, weniger als eine Fusion. Was waren denn das für Sie die ausschlaggebenden Gründe und welche Vorteile haben Sie da für sich gesehen und ist es dann am Ende auch so eingetreten? Naja, wir haben also auf jeden Fall gesehen, dass wir gesagt haben, wir sind in Gemeinden, die sind geprägt. Das ist sicher nicht allen, aber vielen Gemeindegliedern auch wichtig. Vielleicht auch gerade, weil wir hier die unterschiedliche traditionelle Profilierung von reformiert und lutherisch ja in besonderer Weise auch haben. Und da wollen wir eigentlich niemanden die Heimat sozusagen wegnehmen. Das war für uns damals aus unserer Sicht überhaupt noch nicht an der Zeit, sondern zu sagen, wir gucken erstmal, was gemeinsam geht und bewahren uns aber unsere Eigenständigkeit. Das war uns wichtig. Also sowohl was so Entscheidungen antrifft, die man im Kirchenrat oder im Kirchenvorstand trifft, wo man nochmal für sich innerhalb der Gemeinde berät, aber natürlich auch so das, was die Gemeinde geprägt hat. Ich kann mal für die reformierte Gemeinde Aumund sagen, abgesehen davon, dass wir reformiert sind, ist, glaube ich, ganz vielen Menschen, die sich hier zu Hause fühlen, von Anfang an wichtig gewesen. Ach, das ist eine kleine Gemeinde, da geht das so ein bisschen besonders familiär zu, das ist irgendwie auch ganz kuschelig. Und das ist vielen wichtig und das wollten wir gerne erhalten. Und das ist, finde ich, auch ganz gut gelungen. Jetzt haben wir schon mehrfach gehört, als wir uns mit dem Thema Fusion beschäftigt haben, auch in den Interviews, die ich jetzt hier an dieser Stelle schon geführt habe, dass ein Grund mit für die Fusion auch ist, dass einem die Ehrenamtlichen fehlen. Das heißt, wenn es vier Kirchengemeinden sind, dann sind es vier Kirchenvorstände, Kirchenräte, Presbyterien, wie sie auch immer heißen. Und wenn es eine fusionierte Gemeinde ist, dann ist es am Ende nur noch eine. Und man braucht eben quasi nur noch ein Viertel der Ehrenamtlichen, die immer schwerer aufzutreiben sind. Spielen solche Überlegungen bei Ihnen auch eine Rolle und spüren Sie da vielleicht auch einen weiteren Handlungsdruck? Eigentlich hat das bisher keine große Rolle gespielt. Also ich glaube, das gilt auch für die anderen Gemeinden. Wir hatten hier nie ganz große Not, die Gremien zu besetzen oder Ehrenamtliche zu finden. Alles, was außerhalb der Gremienarbeit ist an Ehrenamtlichkeit, da gibt es inzwischen viele Überschneidungen. Also da unterscheiden auch die Ehrenamtlichen nicht mehr alle. Ich gehöre zu der Gemeinde und deswegen arbeite ich nur für die Gemeinde. Das ist ja, bei den Jugendlichen ist das schon gar nicht mehr so, weil wir da alles eigentlich zusammen machen, aber auch bei den Älteren inzwischen nicht. Naja, und ehrlich gesagt, in den Gremien, also im Moment würde ich noch sagen, Kirchenratssitzungen in einer reformierten Gemeinde, ich kann ja nur für meine Gemeinde sprechen, sind irgendwie unkomplizierter als Lenkungsausschusssitzungen vom Gemeindeverbund Aum und Fegesack. Also
Ich glaube, das spielt, kann für Ehrenamtliche dann durchaus auch eine Rolle spielen. Aber das heißt jetzt nicht, dass das andere nicht auch, also gut geht. Ja gut, es ist ja quasi dann eine Doppelarbeit, ne? Man hat den Kirchenrat auf der einen Seite und noch den Lenkungsausschuss Das oder das stimmt. gemeinsame Gremium. Nicht für alle, aber für manche, ja. 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 Für viele spielt in Sachen Fusion ja auch das Geld eine Rolle. Das ist, wir haben gehört, man kann vorweg, wenn man es rechtzeitig macht, noch viel gestalten. Wenn man weiß, aha, in der Zukunft werden uns die Gemeindeglieder fehlen, wir werden immer weniger. Irgendwann ist es vielleicht eine Frage von, man kann sich das nicht mehr aussuchen. Man wird einfach so klein, dass man mit sich mit wem anderes zusammentun muss. Wie wäre denn die Lage jetzt bei Ihnen im Moment? Wie sagen Sie jetzt sozusagen 15 Jahre nach der Einrichtung des Verbundes, von hier aus gesehen in die Zukunft gedacht, gestalterisch in die Zukunft gedacht? Ist das etwas, was dauerhaft so tragfähig bleibt, oder müssten Sie noch mal oder wollen Sie vielleicht auch noch mal an das Thema ran? Naja, wir haben eigentlich im Laufe dieser 15 Jahre immer gesagt, natürlich kam die Frage immer mal wieder auf. Wir arbeiten so gut zusammen und die Zeiten werden ja nicht, in dem Sinne jedenfalls nicht besser, als dass wir nicht weiter auch die Gemeinden kleiner werden, werden wir nicht, wollen wir nicht fusionieren. Und meine Haltung dazu war immer, ich glaube, dass der Tag kommen kann, an dem wir sagen, so, jetzt ist es Zeit für eine Fusion und wir werden merken, wann der richtige, günstige, gute Moment ist, wage ich einfach mal zu behaupten. Im Moment stellen wir uns im Gemeindeverbund Augen und wie gesagt die Frage, ob dieser gute, günstige oder richtige Moment, wie man immer auch man ihn nennen will, nicht schon relativ nah ist. Also, weil es ist ja klar, wir sind jetzt in einer Phase, wie viele andere Gemeinden auch, wo wir auch nochmal das Gebäudekonzept gucken müssen. Und ich glaube, da kommt für uns der entscheidende Moment, uns zu fragen, wenn wir uns wirklich, wie auch immer wir es machen, von Gebäuden oder von Teilen von Gebäuden trennen, sodass klar ist, es wird nicht mehr überall alles sein, wie bisher sein können, ob dann nicht ein richtiger Moment ist, nach diesen vielen Jahren Verbund auch ernsthaft nach einer Fusion zu fragen. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Nach den Gebäuden ist im Zuge der Verbundregelung, haben Sie sich da schon von Gebäuden oder Räumlichkeiten getrennt, Dinge zusammengelegt und gesagt, okay, dann brauchen wir aber dafür das und das nicht mehr? Wir haben uns bisher noch nicht ganz viel wirklich von Raum getrennt. Das Einzige, was die Gemeinde Alt-Aumund, die hatten oder haben noch ein zweites Gemeindehaus, nicht das bei der Kirche, sondern eins noch in der Alpolder Straße, das ist inzwischen, wird kaum noch von der Gemeinde genutzt, sondern ist sozusagen wird stadtteilbezogen genutzt. Aber auch das gehört trotzdem noch zur Gemeinde. Also so richtig getrennt haben wir uns noch nicht, bis auf die Fegesacker Gemeinde. Die hat aber das schon vorher auch für sich entschieden, dass sie ihr ehemals sehr, sehr großes Gemeindehaus ganz aufgeben und das Dach der Fegesacker Kirche aufbauen. Also die haben, was Gebäudereduzierung angeht, eigentlich am schnellsten ihre Hausaufgaben sozusagen gemacht. Und jetzt sind wir eben dabei zu gucken, was können wir gemeinsam noch so sinnvoll und gut reduzieren, dass es wirklich das Nötige einspart, aber auch trotzdem eine gute Arbeit möglich macht. Okay, das heißt, die Fegesacker Gemeinde hat das dann mit Ihnen im Verbund besprochen, im Lenkungsausschuss, oder ist das sozusagen wirklich eine innergemeindliche eigene Entscheidung gewesen? Ja, wir haben das schon besprochen, aber die Gemeinde hat letztlich auch für sich entschieden, wir brauchen diesen großen Raum nicht mehr. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel hat im Wesentlichen nicht mehr in Fegesack vor Ort, sondern hier bei uns in der Pietzelstraße stattgefunden. Andere Dinge haben sich auch zusammengelegt, sodass auch tatsächlich es so war, dass die Fegesacker sagen konnten, so, wir brauchen hier gar nicht mehr so viel Platz, wenn wir das mit auf andere Gemeindehäuser verteilen. Okay. Wenn Sie heute im Jahr 2021 einen Blick 15 Jahre zurück oder vielleicht muss man ja sogar sagen 17 Jahre zurück werfen mit dem Beginn des Prozesses, was würden Sie sagen? Nochmal so, nochmal, aber irgendwie anders oder lieber gar nicht? Also, ich glaube, ich würde sagen, in vielen würde ich es nochmal so machen. Finde es gut, dass wir so früh angefangen haben und eben gleich mehr sein wollten als eine Kooperation. Das gefällt mir gut.
von heute würde ich sagen, zum Beispiel diese ganze Gebäudefrage, die ja auch nicht erst seit gestern im Raum steht, das war so eine, wo ich denke, die haben wir ein bisschen lange vor uns hergeschoben. Das hätten wir auch früher zumindest so ernsthaft anpacken können, dass da vielleicht jetzt mal ein bisschen schneller was vorangegangen wäre. Aber bei vielem anderen würde ich sagen, bin ich jetzt von heute betrachtet ganz zufrieden mit dem, was wir so bis jetzt hingekriegt haben. Okay. Also ich finde, ein großer Gewinn ist, und das merkt man auch zunehmend an den Menschen, manchmal, wenn man so hier im Stadtteil drüber spricht, sagen auch Leute, ja, auch ich gehöre zum Gemeindeverbund Aum und Fegesack oder zu diesen vier Gemeinden da oder so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich freue mich natürlich auch, wenn Menschen wissen, was reformiert und was lutherisch ist und sich dafür interessieren, finde ich auch wunderbar. Ich finde auch unbedingt wichtig, auch wenn wir mal eine fusionierte Gemeinde sein sollten, dass das, woraus wir kommen und was da gewachsen ist, weitergepflegt wird. Denn wenn wir es nicht weitersagen, dann macht es irgendwann keiner mehr. So, aber ich finde eben, bei all dem können wir wunderbar zusammenarbeiten. Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz für unser kleines Interview. Vielen Dank, Frau Bentsch. Jo, gerne. Das war mir eine Freude.